Du fährst mit dem kassenärztlichen Notdienst mit deiner Bereitschaftsärztin, die so ein bisschen klein und zierlich gewesen ist, zu einem Einsatz, spät abends, ich glaube 22 Uhr, in einen sozialen Brennpunkt. Dort angekommen erwartet uns ein junger Mann, ziemlich kräftig muss man sagen, tätowiert von Kopf bis Fuß, in einer ziemlich, ja ich sag mal, messihaften Wohnung, ne, also überall voll Müll und all sowas, und fragte gleich, beziehungsweise war dann so am Zittern. Das war auch die tatsächliche Einsatzmeldung. Patient hat Zittern und kann nicht aufhören zu zittern. Keine Ahnung, wer sowas als Einsatz denn aufnimmt. Aber naja, gut, KV-Dienst halt. Ja, wir kommen da an und der Patient guckte uns an, machte die Tür auf, ne, so. Ging dann in sein Schlafzimmer, wir gingen hinterher, setzte sich auf sein Bett und erzählte dann, oh, ich bin nur so am Zittern und ne, das schon seit längerem und das kann alles nicht wahr sein und das ist so blöd und dies und das und jammerte so ein bisschen rum. Und meine Ärztin, die stand dann auf vom Stuhl, wo sie gesessen hatte, ich bin freiwillig stehen geblieben. Ja, ich wollte mich da tatsächlich nirgendwo hinsetzen. Meine Ärztin war da ein bisschen schmerzbefreiter, stand dann auf und geht an ihre Tasche. So, und in dem Moment fragt der Patient, sagen Sie mal, haben Sie auch Betäubungsmittel dabei? Und da sagt meine Ärztin allen Ernstes ja und beantwortet diese Frage mit ja. Da springt der Typ von seinem Bett auf, packt meine Ärztin am Kragen und haut ihr voll die Ohrfeige. Sie ist gleich umgefallen, weil sie so ein kleines zierliches Persönchen war. Und in dem Moment drehte er sich zu mir, hat die Fäuste hochgezogen. Ich hau dir aufs Maul! So, hat dann aber von mir abgelassen. Ich war völlig perplex. Und griff gleich zu unserer, oder zu der Tasche, zu der Medikamententasche von meiner Ärztin. So, ich dann hin, dann gab das ein ordentliches Gerangel. Nun darf man ja auch nicht vergessen, habe ich auch Sicherheitsschuhe an, die vorne ein bisschen verstärkt sind. Die haben mir dann ein bisschen geholfen, sodass ja, ich im Endeffekt seine Angriffe abwehren konnte und konnte meine Ärztin, die sich mittlerweile wieder berappelt hatte, dazu auffordern, wieder raus aus der Wohnung, ganz schnell. So, wir sind dann rausgesprintet, mit unseren Sachen wohlbemerkt, und sind dann runter zu unserem Einsatzfahrzeug. Ich habe dann natürlich auf dem Weg dahin schon mal mit dem Handy die Polizei noch gefordert. Die kam auch relativ flott. Die sind dann rein da mit ihren drei Mann, also die waren zu dritt auf dem Streifenwagen tatsächlich. So, und kamen mit dem runter. Ja, was war das Ende vom Lied? Derjenige war drogensüchtig und hat halt eben nur darauf abgezielt und hat angerufen wegen seinem Gezitter. Womöglich hat er diesen Tremor gehabt, weil er auf Entzug gewesen ist, nur um an Stoff ranzukommen, quasi an die Medikamente von dem Arzt oder von unserer Ärztin. Ja, also Ende vom Lied, darf man nie vergessen. Wenn der Patient ganz zielgerichtet schon nach Medikamenten fragt, nämlich sowas wie Betäubungsmittel, Fentanyl, Morphin oder, selbst Ketamin, ja, Dormicum, solche Geschichten, nicht unbedingt immer gleich die Frage bejahen, sondern erstmal gucken, wo befinde ich mich, wie befinde ich mich und wie kann ich am schnellsten weg. Und seit diesem Einsatz, der nun einige Jahre schon in der Vergangenheit liegt, sage ich euch eins, egal zu welchem Einsatz ich fahre, egal ob es ein Kind ist, ein Erwachsener oder was auch immer, ich stelle mich immer so am Einsatzort hin, dass ich zur Not Beine in die Hand und weglaufen kann. Solltet ihr vielleicht auch mal versuchen. Da krieg ich so einen Blutdruck, doch!